Gut, vielen Dank für die nette Ankündigung. Wie Sie bereits gehört haben, ist mein Name Dominik Kerber und wie Sie meiner Aussprache wahrscheinlich auch erkennen können, komme ich aus der Schweiz. Angeblich wirkt es aber hier in München sympathisch und deshalb ein herzliches Grüezi miteinander. Ich möchte mich bei der TGM bedanken für die Gelegenheit, hier im Rahmen dieser Vortragsreihe meine Schrift CAST kurz vorstellen zu dürfen. Ich werde Ihnen in den nächsten 20 Minuten, wie der Vortrag Titel schon aussagt, etwas über die Grundidee und das Konzept meiner Schrift erklären und werde Ihnen die einzelnen Entwicklungsschritte aufzeigen. Der Ausgangspunkt meiner Schrift CAST liegt eigentlich in meiner Ausbildung zum typografischen Gestalter. Ich hatte dort im Schriftunterricht die Gelegenheit, eine Grotesk-Schriftstudie zu erstellen. Und mein Lehrer, Marc Rudin, hat mich dann in einem persönlichen Gespräch darauf aufmerksam gemacht, dass ich mich doch weiter damit beschäftigen sollte. So habe ich dann eigentlich neben dem Unterricht weiter an diesem Projekt gearbeitet und habe dann einen kompletten Satz Gemeine von Hand gezeichnet. Hier auf der linken Seite sehen Sie einen Grundraster, der zu Beginn eine Hilfe war, von dem ich dann später aber doch deutlich abgewichen bin. Anschließend an diesen recht intensiven diese Auseinandersetzung mit dieser Schrift ist das dann leider etwas in der Schublade verschwunden. Ich hatte die Zeit nicht mehr daran weiterzuarbeiten. Entsprechend ist das ein bisschen so in Vergessenheit geraten. 2007 habe ich mich dann dazu entschieden, das Schriftdesign nach Diplomstudium in Zürich zu absolvieren. Das sind 2 Semester und der Schwerpunkt dieses Studiums liegt auf der Auseinandersetzung oder der Entwicklung eines eigenen Schriftprojekts. Dort hat dann diese Skizze eigentlich weitere Verwendung gefunden, dazu komme ich gleich im Anschluss. Zu Beginn des Studiums habe ich mir dann zuerst ein Konzept zurechtgelegt, mich auch entsprechend mit der Materie auseinandergesetzt. Und wie Boris vorhin ja schon gesagt hat, ist mein Hintergrund eigentlich die Werbetechnik. Ich habe Schrift- und Reklamegestalter gelernt und erst anschließend in dieser Zeit eigentlich dann vor allem mit Schrift in großen Graden gearbeitet. Und später dann erst während dem Typogestalterstudium habe ich mich dann eigentlich mit Werksatz beschäftigt und dann Schrift in kleinen Graden vor allem eingesetzt. Und ich habe mich selber immer wieder daran gestört, dass zum Beispiel bei Schriften, die für den Werksatz optimiert sind, gewisse optische Korrekturen dann in großen Graden einfach nicht mehr ästhetisch aussehen und nicht mehr dem entsprechen, was ich gerne gehabt hätte. Aber natürlich in kleinen Graden, je nachdem notwendig sind. Zudem habe ich mich auch mit dem Thema Leserlichkeit auseinandergesetzt. So habe ich spannende Sachen darüber gelesen, wie man zum Beispiel Legasthenikern das Lesen erleichtern kann. Anscheinend ist es hilfreich, wenn dort gewisse formale Unterschiede bestehen bei Buchstaben, die leicht zu verwechseln sind. So zum Beispiel B, D, P und Q. Ich sehe das hier auf der linken Seite sehen. Und dort scheint es wichtig zu sein, dass diese Buchstaben nicht nur einfach gespiegelt und oder gedreht werden, damit das entsprechend wirklich auch formal als unterschiedliche Zeichen wahrgenommen wird. Rückblickend kann ich sagen, es ist eine sehr persönliche Arbeit geworden. Schlussendlich habe ich eigentlich diese Grundform komplett von Hand gezeichnet und dementsprechend auch die nötige Eigenständigkeit von Beginn weg eigentlich in diese Schriftarbeit reingebracht. Ein großes Ziel war für mich eigentlich diese gute Leserlichkeit zu ermöglichen, entsprechend gute Typografie damit zu ermöglichen und ein einheitliches Schriftbild zu erreichen. Dazu komme ich dann nachher im Detail. Dieses Konzept hat aber eigentlich zur Folge gehabt, dass entsprechend die CAST schlussendlich nicht eine schreierische, auffällige Headline-Schrift geworden ist, sondern eher eine Schrift, deren formale Ästhetik eigentlich in den kleinen Details liegt, auch wenn ich doch ein bisschen größer als die Durchschnittsperson bin. Die Schlüsselzeichen, die ich zu Beginn gestaltet habe, beruhen eigentlich auf diesen Skizzen, die ich weiter verarbeitet habe. Entsprechend korrigiert habe ich die Proportionen, ich habe auch die Strichstärke dieser Zeichen überprüft, damit sich diese dann wirklich auch im Fließtext optimal einsetzen lassen. Bei N oben links beim Anstrich sehen Sie auch schon ansatzweise, wie ich das mit diesen optischen Korrekturen gelöst habe. Das sind Korrekturen, die ich eigentlich so eingesetzt habe, dass das in großen Graden nicht irgendwelche störenden Kanten oder Ecken aufweist, aber in kleinen Graden durch diese relativ feinen Übergänge trotzdem die optische Wirkung erzielt, dass dort keine zusätzliche Schwärze entsteht. Auch der Anstrich oben links ist entsprechend leicht angeschrägt. Bei stärkeren Strichstärken ist das dann noch etwas ausgeprägter der Fall. Hier sehen Sie auf der ersten Zeile die ursprüngliche Form, die mit Bleistift entstanden ist.
Sie sehen dort eine etwas höhere Strichstärke und unten sieht man dann entsprechend die finale Form, die mit FrontLab digitalisiert wurde. Und die grünen Zeichen zeigen jene Zeichen, die formal nochmals etwas verändert wurden, aber auch das eigentlich während der Arbeit, dass das Ganze dann die nötige Konsistenz aufweist. Was mir ganz wichtig scheint bei der Arbeit mit Schrift, sind formale Konstanten. Ich habe während der Arbeit immer stärker auch gemerkt, wie viel Einfluss ein einzelnes Zeichen auf den kompletten Zeichensatz einnimmt. Oft ist es so, wenn man an einem Zeichen etwas ändert, dass man dann 4, 5 weitere auch nochmals bearbeiten muss. Und so diesen Zusammenhang, den dann wirklich augenfällig wird, wenn man das in einen Text einsetzt, das ist etwas, was ich bewusst eigentlich versucht habe, über diese formalen Konstanten möglichst stringent auch zu gestalten. Zum Entstehungsumfeld der Schrift. Ich habe diese beiden ersten Semester habe ich im Rahmen dieses Nachdiplomstudiums daran gearbeitet. Anschließend habe ich dann in einem gemeinsamen Atelier mit einem Studienkollegen daran weitergearbeitet. Hier sehen Sie auch das wertvolle kollegiale Feedback, das ich entsprechend auf eine S-Form bekommen habe. Und wie Sie rechts sehen, hat das dann doch auf die Form noch eine positive Einwirkung gehabt. Diese Auseinandersetzung war sehr spannend einerseits, weil wir uns dann auch gegenseitig unterstützen konnten und gegenseitig auch fachlich eigentlich weitergebracht haben. Nächster Schritt waren die Versalien. Eigentlich etwas Einfacheres, wenn man andere Stellen in der Schrift anschaut. Was mir hier wichtig ist, ist, dass diese Versalien entsprechend gut harmonieren mit den Gemeinen, dass sie sich formal auch nicht zu stark davon unterscheiden und vor allem was das Gewicht angeht, dass sie sich entsprechend gut auch im Text einfügen. Ich habe deshalb ganz bewusst die Versalhöhe etwas tiefer als Oberkant-Oberlänge gewählt und auch mit der Strichstärke nur ganz leicht entsprechend das optisch so korrigiert, dass das eigentlich dann optisch gleich wer wirkt. Hier sieht man den Zusammenzug zwischen Gemeinen und Versalien. Ziel war, dass das in etwa gleich stark wirkt und auch formal zueinander passt. Dafür habe ich auch wieder diese formalen Konstanten beachtet, die auch in den Versalien entsprechend berücksichtigt sind. Auf der ersten Zeile sehen Sie zum Beispiel die abgeschrägten Enden. Die sind vom Winkel her genau gleich gehalten, wie man das bei den Gemeinen auch schon sieht. Ist in kleinen Graden fast nicht sichtbar, aber gibt so eine gewisse Dynamik in Leserichtung, die dann entsprechend in großen Graden als Charaktermerkmal stärker zum Vortritt kommt. So richtig beurteilen lässt sich das Ganze aber natürlich erst im Text. Hier sehen Sie einen ersten solchen Test, wo ich die Großbuchstaben dann entsprechend mit den Gemeinen getestet habe. Dann zur Zurichtung. Das ist eine Disziplin, die viele Schriftgestalter als notwendiges Übel erachten. Bei mir war es so, dass ich hier eigentlich sehr viel Begeisterung dafür aufgebracht habe, weil das so der Moment war, wo die einzelnen Zeichen eigentlich erst so richtig zur Schrift geworden sind. Dabei ist auch zu beachten, dass ganz viele Schriften, wenn sie gute Einzelzeichen haben, noch lange nicht qualitativ als gute Schriften funktionieren. Die Zurichtung hat ganz entscheidenden Einfluss darauf, ob dann eine Schrift wirklich so eingesetzt werden kann, wie man das gerne auch haben möchte. Bei diesen Zeichen, wo Vor- und Nachbreite definieren nicht gereicht hat, musste ich dann entsprechend mittels Kerning oder Unterschneiden eingreifen. Auch hier habe ich das eigentlich komplett bei allen Schnitten von Hand gemacht, weil ich die entsprechende Kontrolle darüber wirklich auch haben wollte. Dank Kerning-Klassen sind das nur etwa 600 Paarungen pro Schnitt. Wenn man diese Klassen auflöst, sind es dann doch immerhin stolze 9500 Paarungen pro Schriftschnitt. Etwas, was man dann doch auch irgendwie gerne machen muss, ansonsten kann es dann doch ziemlich nervig werden. Dann zu den Ziffern. Die sind fast schwieriger, habe ich erlebt, als die Großbuchstaben. Ich denke, Ziffern sind so etwas, was man sehr leicht unterschätzt. Ich habe mich grundsätzlich für Versalziffern entschieden, habe diese etwas tiefer gehalten als Versalhöhe, weil ich dort diese besser in den Text integrieren konnte. Und von der Strichstärke her sind sie gleich gehalten wie die Kleinbuchstaben. Wie sich das für eine moderne Schrift gehört, verfügt die KST auch über mehrere solche Ziffernsätze. Wir haben oben links entsprechend die Standardziffern, die tabellarisch zugerichtet sind. Rechts daneben die proportionalen Versalziffern, die sich im Fließtext einsetzen lassen.
Diese unterscheiden sich formal augenfällig bei der Ziffer 1, wo unten dieser Querstrich, diese Serife wegfällt und natürlich in der entsprechenden Zurichtung, was Vor- und Nachbreite betrifft. Zudem habe ich die entsprechenden hoch- und tiefgestellten Ziffern auch von der Strichstärke her korrigiert, sodass ich diese auch formal dann gleich einsetzen lassen. Auch für Brüche und dergleichen sind die zu verwenden. Dann gibt es neben diesen 26 kleinen und großen Buchstaben natürlich noch eine Vielzahl weitere Zeichen, die in einen Zeichensatz reingehören. Interpunktionen, Akzente, Sonderzeichen. Auch hier habe ich darauf Wert gelegt, dass diese formalen Konstanten entsprechend berücksichtigt sind und auch diese zusätzlichen Zeichen mit der gleichen Sorgfalt eigentlich gestaltet wurden, wie das auch bei den übrigen Versalien und Gemeinen der Fall war. Das ist leider etwas, was bei vielen Klassikern augenfällig ist, sind zwar sehr gute Arbeiten teilweise, aber man sieht dann einfach, dass Zeichen teilweise nachträglich eingefügt wurden oder nicht mit der nötigen Sorgfalt erarbeitet. Das finde ich zum Teil schade. Das ist etwas, was ich von Beginn weg auch entsprechend anders machen wollte. Auch hier war es mir wichtig, dieses einheitliche Schriftbild beizubehalten, da ich dann anschließend dann auch noch diese Kombinationen entsprechend haben wollte. Zum Namen der Schrift, Cast bedeutet im Englischen so viel wie Besetzung, wie beim Theater beispielsweise, die Schauspieler, die da entsprechend gecastet werden. Phasenweise bin ich mir tatsächlich ein bisschen wie so ein Casting Director vorgekommen. Ich hatte die Idee von gewissen Zeichenformen und musste dann entsprechend merken, dass die Form, die ich im Kopf hatte, vielleicht gar nicht zum Kontext passt und das zum Beispiel hier am Beispiel der Ziffer 7, ich hatte ganz klar diese geschwungene Form im Kopf und musste mich dann doch nach einiger Arbeit damit davon verabschieden, weil ich einfach gemerkt habe, dass es im Gesamtbild nicht funktioniert. Und das war so mein Ansatz, dass ich da dieses Casting so durchgeführt habe, dass ich auch lieber mal eine Form, die ich eigentlich vielleicht optisch schöner gefunden habe, beim Einzelzeichen dann doch verworfen habe, dem Gesamtbild zugute. Bei den Strichstärken bin ich so vorgegangen, dass ich zuerst einen Blackschnitt entsprechend gezeichnet habe. In der Theorie ist es so, dass man danach Zwischenschnitte interpolieren kann. Das ist sehr komfortabel heute, weshalb wohl auch ganz viele Schriftgestalter so ausführliche Schriftfamilien herstellen. Heute liegt die Cast in 6 Schnitten vor, von Light bis Black. Ich habe gemerkt, dass dieses Interpolieren, wenn man vielleicht von Anfang an das mit diesem Ziel verfolgt, würde das noch bessere Resultate geben. Bei mir war es so, dass ich schlussendlich dann wirklich jedes Zeichen manuell nochmals korrigiert habe, damit es das entsprechende Gesamtbild ergeben hat, das ich mir dann auch vorgestellt hatte. Diese Phase des Arbeitens würde ich so rückblickend so als das Streben nach der perfekten Kurve definieren, weil ich hier wirklich dann gemerkt habe, dass einzelne Klicks am Computer tatsächlich optisch nochmals sichtbar sind, oder ich habe zumindest das Gefühl gehabt, dass es so wäre. Ich weiß nicht, ob das sonst auch jemand so gesehen hätte. Bei der Abstufung bin ich von der Interpolationstheorie von Luc de Groot ausgegangen. Die Konsequenz daraus ist, dass sich diese Strichstärken entsprechend proportional zueinander verhalten. Und somit ist die Konsequenz, dass sich Light, Regular und Medium auch im Fließtext einsetzen lässt und die schwereren drei Schnitte dann eher für Headlines entsprechend eingesetzt werden könnten. Hier sehen Sie den erweiterten Zeichensatz. Insgesamt umfasst jeder Schnitt mittlerweile 467 Glyphen. Das entspricht dem Standard Latin Extended A. Und das ist etwas, was sich auch so im Corporate-Bereich als Standard in etwa durchgesetzt hat. Somit kann man in doch relativ einem großen Sprachbereich entsprechend eine solche Schrift einsetzen. Dann habe ich mich intensiv mit OpenType-Features auseinandergesetzt. Hier sehen Sie eine Übersicht der Features, die in den entsprechenden Schnitten vorhanden, enthalten sind. Wir haben Standardligaturen, unterschiedliche Zifferensätze. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, mit etwas spezielleren, nicht so häufig vorkommenden Features etwas zu machen. So haben wir auf dieser Seite links hier Cave Sensitive Forms und Capital Spacing, zwei Features, die nicht ganz so häufig anzutreffen sind und zu denen ich gerne noch etwas im Detail sagen möchte. Bei Case Sensitive Forms ist es so, dass wir über ein Feature eigentlich eine korrigierte Positionierung von Zeichen vornehmen können. Das bedeutet, dass wir im Seitenleerartungsprogramm InDesign als Beispiel, wenn wir dort auf Versalsatz klicken, das ist ein Klick, und über dieses Feature wird dann automatisch die entsprechende alternative Zeichenform angewählt. Das hat zur Folge, dass wenn ich
ein kleines H mit Klammer davor und dahinter entsprechend als Versalsatz definiere, rutschen diese Klammern automatisch eingemittet auf die Versalhöhe nach oben, was entsprechend dann diese optische Korrektur, die, wenn man das im Detail machen möchte, doch einiges an Zeit erfordert und im Fließtext ohnehin keinen Spaß macht. Das kann man so eigentlich über dieses Feature mit einem Klick steuern. Auch das Zeichen Add beispielsweise kann man je nach Kontext, ob vorher oder nachher Ober- oder Unterlängen vorhanden sind, beispielsweise entsprechend steuern. Beim Capital Spacing funktioniert vom Ansteuern her eigentlich genau gleich. Auch wenn man einen Versalsatz umschaltet, wird entsprechend nicht nur einfach dieses Wort oder dieser Text entsprechend mit Versalien gesetzt, wie das beim zweiten Beispiel hier gemacht wurde. Sondern, wie Sie als Fachleute wissen, wird das Ganze ja in der Regel oder sollte das Ganze gesperrt werden leicht, und das wird über dieses Feature auch bereits gemacht, sodass Sie etwas mehr Laufweite erhalten, wenn Sie hier auf Versalsatz umschalten. Dann die Brüche. Jeder von Ihnen, der schon mal von Hand einen Bruch zusammenbasteln musste, wird mir sicher recht geben, dass es viel mehr Spaß macht, wenn man das über ein Feature lösen kann. Ohnehin ist es so, dass man das dann auch wirklich optisch korrigiert. Auch das ist mit einem Klick heute möglich, dank OpenType. Bei den Proportional Figures habe ich auch darauf Wert gelegt, dass neben den Ziffern auch die Währungszeichen entsprechend proportional zugerichtet sind, da man diese ja in der Regel auch mit Ziffern zusammen einsetzt und nicht alleinstehend. Hoch- und tiefgestellte Ziffern, auch dort Resultate, die Sie mit der Standardeinstellung in den Layout-Programmen häufig nicht das erhalten, was Sie gerne haben möchten. Über das Feature ist entsprechend die richtige Ziffer dazugesetzt. Wie Sie hier vielleicht sehen oder vermuten, bin ich ein Fan von Mikrotypografie, und an dieser Stelle lässt sich, glaube ich, tatsächlich die etwas provokative These aufstellen, dass OpenType-Features bessere Typografie ermöglichen, weil in ganz vielen Fällen fehlt heute die Zeit oder einfach auch das Grundwissen, dass man solche Korrekturen entsprechend vornimmt. Zur Zukunft. Ich arbeite derzeit an der entsprechenden Kursive. Ich möchte da aber auch den gleich großen qualitativen Einsatz leisten, wie ich das bei der gerade stehenden Version gemacht habe. Entsprechend schwierig ist es abzuschätzen, wie lange das geht, bis das tatsächlich dann so weit fortgeschritten ist, dass ich das auch veröffentlichen kann. An der gerade stehenden habe ich fast 4 Jahre gearbeitet, entsprechend gehe ich davon aus, dass ich bei der kursiven auch noch etwas Zeit investieren werde. Dann bleibt mir zum Schluss noch auf meine Website schriftgestaltung.ch hinzuweisen. Dort haben Sie die Möglichkeit, auch ein Schriftmuster runterzuladen und entsprechend auszudrucken. Es hat dort auch noch eine Fontrezension, die in einer Fachzeitschrift vor 2 Jahren erschienen ist. Und entsprechend können Sie dort auch die Schrift erstehen, wenn Sie das machen möchten. Zudem ist die Schrift auch auf myfonts.com und Fontspring erhältlich. Dort wird sie zusätzlich auch noch als Webfont angeboten. Eine schöne Möglichkeit, die sich auch da bietet. Ich habe draußen noch Flyer und Visitenkarten aufgelegt, da dürfen Sie sich sehr gerne bedienen. Zudem habe ich noch ein paar wenige Schriftplakate mitgebracht, und jene von Ihnen, die sich dafür interessieren, können mich ja gerne an der Diskussion darauf ansprechen, falls Sie daran Interesse haben. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch Ihnen zu danken für die Aufmerksamkeit, und ich wünsche Ihnen weiterhin einen interessanten Abend.